Christian Felber ist der Gründer der Gemeinwohlökonomie. Er gibt Antworten oder Aussichten auf die Wirtschaft der Zukunft. Wir haben aktuell eine Gesellschaft oder der Erfolg der Gesellschaft wird aktuell gemessen am Finanzgewinn, am Bruttoinlandsprodukt, an den Return on Invest. Aber wo bleiben Menschlichkeit, Solidarität, die Stärken der Demokratie gerade bei diesem Wirtschaftswachstum? Mit der Gemeinwohlökonomie hat Christian Felber genau Antworten, die eben genau diese Themen, Menschen, den Menschen wieder in das Zentrum der Gesellschaft auch zu rücken, genau Antworten darauf. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir Herrn Felber hier begrüßen dürfen und übergeben Ihnen das Wort. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, moin. Ich habe gehört, wenn man mit Moin Moin begrüßt, dann hat man sich verraten, dass man nicht aus dem Norddeutschen. Genau. Also, ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier die Vision eines alternativen Wirtschaftsmodells, eines zukunftsfähigen, tief nachhaltigen Wirtschaftsmodells vorstellen darf. Mittlerweile ist die 9 Jahre junge oder alte Gemeinwohlökonomie nicht mehr nur eine Vision, sondern sie ist bereits am Anwachsen, sie ist bereits am Wurzeln. In 9 Jahren hat sich die Idee praktisch in 14 Staaten ausgeweitet, in der Bedeutung, dass es dort schon bundesweite Fördervereine gibt und in 30 Staaten auf allen Kontinenten verbuchen wir Aktivitäten. Die nächstgelegene Gruppe in Hamburg zum Beispiel umfasst 50 Aktive und vor 9 Jahren gab es nicht einmal den Begriff Gemeinwohlökonomie. Also hier dürfte tatsächlich ein Magnet gefunden worden sein, auch vielleicht das noch. Das Gemeinwohl, den Gemeinwohlbegriff haben wir natürlich nicht erfunden. Das ist ein zeitloser, universaler Wert, laut nicht nur WirtschaftsethikerInnen, sondern auch laut PhilosophInnen ein transkultureller Wert, den es in allen Kulturen gibt. Vielleicht sagt man nicht überall Common Good oder Bien Común oder eben Gemeinwohl. Vielleicht sagt man in Lateinamerika Buen Vivir und in Afrika zum Beispiel Ubuntu oder in Bhutan National Happiness. Aber gemeint ist immer das Gemeinwohl. Es ist ein zeitloser, universeller, transkultureller Wert. Und der wichtigste Beitrag, den unsere Bewegung leistet, ist, an diesen Wert zu erinnern und den wieder ins Zentrum des Wirtschaftens zu rücken. Sei damit der Mensch gemeint, sei damit eine demokratische Gesellschaft gemeint, sei damit ein ökologisch nachhaltiges Wirtschaften gemeint. Danke, dass ich diese Vision oder diese Realutopie, die schon begonnen wird, die schon praktisch umgesetzt wird, vorstellen darf. Ganz kurz die Einleitung. Fridays for Future haben auf eines der vielen globalen Umweltprobleme hingewiesen. Laut der anerkanntesten Übersicht über die globalen Umweltprobleme ist der Klimawandel das drittbedrohlichste globale Umweltrisiko. Soll es überhaupt nicht schmälern, soll nur aussagen, dass der Verlust an Biodiversität noch gefährlicher ist als der Klimawandel und auch noch der Eintrag von Stickstoff und Phosphor in die diversen globalen Ökosysteme. Die Grundwasserbedrohung ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass die Nitrifizierung zur Übersäuerung der Weltmeere beiträgt und tote Zonen schafft, in denen es überhaupt kein Leben mehr gibt, in den lebensreichsten Ökosystemen des Planeten, in den Weltmeeren. Und auch die ökologischen Probleme sind nicht das ganze Problem, sondern wir haben eine veritable Krisenlandschaft. In der Einladung ist es angedeutet worden. Und man kann sich als Systemwissenschaftlerin aussuchen, ob man die Probleme mehr auf der sozialpsychologischen Ebene, auf der Ebene der Demokratie und der Machtkonzentration, auf der Ebene des Geschlechterverhältnisses, auf der Ebene der Verteilung oder aus einer Nicht-Balance zwischen inneren und äußeren Werten suchen mag. Ich überspringe das, vielleicht ein einziger Kontrast, der es, glaube ich, auf den Punkt bringt. Laut der konventionellen makroökonomischen Erfolgskennzahlen, Pro-Kopf-Einkommen, Bruttoinlandsproduktwachstum, Handelsbilanz, da geht es uns so gut wie noch nie in der Geschichte. Und es gibt auch noch einige Ökonomen, die sagen, was ist das für ein künstliches Wehklagen? Wenn wir uns die Daten anschauen, dann geht es uns so gut wie noch nie. Und das ist genau der springende Punkt. Das stimmt natürlich, wenn wir uns diese Daten anschauen, die aber leider nicht die relevantesten sind. Und wenn wir uns die relevantesten Daten anschauen, zum Beispiel wie gut wir schlafen, dann stellen wir ganz einfach fest, dass wir heute deutlich schlechter schlafen in Deutschland als vor 10 Jahren. Weil offenbar die Summe unserer Sorgen
und unseres emotionalen Gleichgewichts, das in der neoklassischen Gleichgewichtstheorie nicht berücksichtigt wird, die im Zunehmen begriffen sind. Und letztlich kann man nur beurteilen, ob es uns insgesamt besser oder insgesamt schlechter geht, wenn man die Menschen selbst befragt, was sind eure größten Probleme. Und dann kann man entscheiden, ob das Pro-Kopf-Einkommen und die Handelsbilanz wirklich das Wichtigste ist im Leben. Falls die Menschen das so sehen würden, ja, dann hätten tatsächlich die Mainstream-Ökonominnen recht. Aber die Menschen werden etwas anderes antworten. Und die Menschen haben auch bereits geantwortet, dass sie mit der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung, sie lesen richtig, es wird gefragt, sind sie mit der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung zufrieden und einverstanden? Und selbst in den Ländern, die bei dieser Weltwirtschaftsordnung scheinbar zu den Gewinnern zählen, Deutschland und Österreich, wünschen sich 8 bis 10 von 9 Menschen eine Änderung, eine tiefgreifende Änderung dieser Ordnung. Und natürlich ist dann immer die Frage, ja, in welche Richtung wollen wir uns verändern? Die ist dann schwieriger als das Feststellen der Unzufriedenheit. Aber das hier ist nur eine Shortlist einer sehr viel längeren Liste von Alternativen. Und all diese Alternativen eint, dass die Grundwerte, verschiedene Grundwerte, wieder ins Zentrum der Betrachtung rücken. Sei es die Demokratie und die Mitbestimmung, sei es der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Verteilungsgerechtigkeit, sei es die ökologische Nachhaltigkeit und der Klimaschutz, sei es, dass die menschlichen Grundwerte, die Humanität, Empathie und Respekt und Toleranz und Kooperation in den Mittelpunkt gerückt werden, oder sei es die Summe all dieser Werte. Das ist für uns die allerschnellste Definition von Gemeinwohl. Gemeinwohl ist auch ein Wert, ein Leitwert, der alle anderen Grundwerte zusammenfasst. Vielleicht können Sie es auch so auflösen. Die Menschenwürde ist von uns bestätigterweise der höchste Wert auf individueller Ebene und auf kollektiver Ebene ist der höchste Wert das Gemeinwohl. Gemeinwohl schließt aber die anderen Werte mit ein. Ja, noch zur Auflösung, was heißt denn Tapas statt Tina? Tina ist Englisch und steht für There is no alternative. Das hat sich 1980 aufwärts in der Politikrhetorik breit durchgesetzt. Die erste, die es verwendet hat, aber nicht erfunden hat, war Margaret Thatcher. Ich glaube, ich muss sie nicht näher vorstellen in diesen Kreisen. Und die Antwort auf Tina von diesen vielen Alternativen ist Tapas. Das ist auch Englisch und steht für There are plenty of alternatives. Das ist die Antwort von uns sozusagen, diesen alternativökonomischen Ansätzen. Und wir sind hoffentlich nicht nur genauso vielfältig, sondern auch gleich köstlich wie die spanischen Vorspeisen. Ja, und die letzte in der Liste ist die Gemeinwohlökonomie, weil sie die jüngste ist. Also wir sind, wie schon erwähnt, erst 9 Jahre jung. Und wir fragen uns selbst, warum ist denn die Resonanz gar so stark, international fast zu stark, als dass wir da mit dem Aufbau einer Bewegung, auch einer internationalen Organisation nachkommen können. Die wichtigste Antwort ist, dass wir eben nichts Neues vorschlagen, sondern dass wir uns an etwas erinnern, was alle Menschen tief in sich tragen. Und wir erlauben uns und gewähren uns nur die Freiheit, daran wieder zu glauben und das wieder in den Mittelpunkt des Zusammenlebens zu rücken, aber eben nicht nur außerhalb der Wirtschaft, sondern im Zentrum der Ökonomie und des Wirtschaftens. Dort darf das Gemeinwohl thronen und darf wirtschaftliche Aktivitäten leiten. Das ist eine extrem freche Ansage in den letzten Jahrzehnten, aber es ist gleichzeitig für viele Menschen eine sehr befreiende Ansage. Jetzt fällt mir ein Kollege aus Kenia ein, er hat gesagt, the economy for the common good allows us human beings to be as we always wanted to be, but also in the economy. Und das ist eine befreiende Botschaft für viele Menschen. Man kann es aber auch technischer begründen, warum die Resonanz so stark ist, weil wir eben nicht nur eine Theory of Change anbieten, ein sogenanntes neues Narrativ, eine andere Erzählung als schneller, größer Rendite, Profit, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Das ist das herrschende Narrativ. Und zu diesem herrschenden Narrativ erzählen wir ein anderes Narrativ, das sich aus dem, was im Leben von Menschen wirklich zählt, aus dem Respekt für die Mitwelt und aus demokratischen Grundwerten zusammensetzt. Und gleichzeitig haben wir dieser hochfliegenden Vision sehr praktische Beteiligungsinstrumente zur Seite gestellt. Das heißt, alle, die rückfragen, wie kann ich mich hier beteiligen,
Da haben wir zumindest eine Antwort für jede Person, für jedes Unternehmen, für jede Gemeinde und für jede Stadt und für jede Bildungseinrichtung, sei es eine Grundschule oder eine Hochschule. Und dann haben wir noch etwas, weil ich und viele andere schon seit 20 oder 30 Jahren politisch tätig sind und leider sehr oft beobachtet haben, dass sehr spannende, sehr interessante Alternativen aus der Zivilgesellschaft entstanden sind, entwickelt wurden, laut Umfragen von bis zu 90% der Bevölkerung befürwortet wurden und dann aber nicht Eingang fanden in den Bundestag, also eigentlich in die höchste Hüterin der Demokratie, von der wir sehr viel halten. Das soll jetzt kein Missverständnis auslösen. Ich halte sehr viel von der Demokratie und vom Bundestag und von Parlamenten, aber manchmal enttäuschen diese höchsten Hüterinnen der Demokratie, vielleicht der Verfassungsgerichtshof ist noch ein gleich wichtiger Hüter der Demokratie, enttäuschen dann den sogenannten Souverän. Souverän, die höchste Instanz in der Demokratie, indem sie explizit das Gegenteil dessen machen, was die Menschen sich wünschen. Ich habe da eine Liste von nahezu fast 100 Beispielen. Ich mache es vielleicht mit ein paar einfachen Beispielen. War irgendjemand von Ihnen glücklich, als Glyphosat dann doch verlängert wurde? War das so richtig eine Entscheidung im Sinne der Menschen? Ja? Oder als Bayer erlaubt wurde, Monsanto zu schlucken, ist dadurch die Welt besser geworden? Ich glaube, es hat überall das Magenflauen eher zugenommen. Das Handelsabkommen mit Kanada, zwischen Kanada und der Europäischen Union, CETA, da gingen Hunderttausende auf die Straße und haben eine europäische Bürgerinneninitiative initiiert. Und dann hat die Europäische Kommission, die die Macht hat, darüber zu entscheiden, ob diese Bürgerinitiative zulässig ist, hat entschieden, dass diese Bürgerinitiative nicht zulässig ist. Mit der Begründung, weil es CETA noch nicht gibt. Erst wenn CETA beschlossen, ausverhandelt und beschlossen und ratifiziert worden wäre, dann hätte man dagegen begehren dürfen. Also eine unglaublich demotivierende Entscheidung der Europäischen Kommission, die dann auch 2 Jahre später vom Europäischen Gericht für null und nichtig erklärt wurde. Die Entscheidung der Europäischen Kommission, sie hätte sie zulassen müssen, nur war dann CETA bereits durch das Europäische Parlament und den Europäischen Rat durch. Ich hätte noch viele weitere Beispiele, aber Sie sehen, es ist nicht ausreichend, hier eine Gemeinwohlökonomie breit mehrheitsfähig zu machen, wenn dann unsere repräsentative Demokratie nicht mitspielt. Und wir bauen auf die repräsentative Demokratie, wir kooperieren leidenschaftlich mit Städten, mit Gemeinden, mit Landkreisen, mit Ländern. Wir sind in 3 Regierungsprogrammen drinnen, weil wir uns dafür bemüht haben. Und natürlich auch mit Deutschland, mit der Europäischen Union und mit der UNO. Wir sind schon 2-mal eingeladen worden von der UNO. Gleichzeitig aber machen wir uns stark für eine Vertiefung der Demokratie, damit in denjenigen Fällen, wo unsere gewählten Vertretungen entweder etwas anderes machen, als was wir uns breitmehrheitlich wünschen, oder wenn sie sich einem Thema überhaupt nicht widmen, das wir für ganz wichtig erachten. Ich glaube, Fridays for Future ist ein schönes Beispiel, dass da eine Säumigkeit vorliegt, bei denen die eigentlich am Zuge wären und gerufen wären. Ein anderes schönes Beispiel ist die Begrenzung der Ungleichheit. Ich weiß nicht, ob wir heute Zeit haben werden, uns diesem Thema zu widmen. Ich habe es für allfällige Nachfragen vorgesehen, aber wenn Sie ein Parlament der Erde kennen, das ein Gesetz zur Begrenzung der Ungleichheit beschlossen hätte in den letzten 10 Jahren, obwohl das vielleicht das zweitbrennendste globale sozioökonomische Problem ist, dann sagen Sie mir bitte, mir ist keines bekannt. So, und die Gemeinwohlökonomie versucht hier ganzheitlich wirksam zu werden. Und diese Ganzheitlichkeit, die beginnt schon mal beim Verständnis von Wirtschaft. Wirtschaft, Mensch, Umwelt. Das passt ganz gut zu meiner Grafik, die ich mir gerne in das Anfangskapitel von wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern wünsche. Der Trend geht in die Richtung, dass die auf Seite 1 mit dem Markt beginnen, ohne jeden Kontext, also ohne geschichtliche Entwicklung, weder der Wirtschaft noch der Wirtschaftswissenschaft. Und vom Markt springen dann manche der meistverwendeten Lehrbücher sofort ins Modell hinein, ins mathematische Modell. Und es gibt keinen Kontext, es gibt keine Ethik, es gibt keine Umwelt, es gibt kein Weltklima, es gibt keine Demokratie, es gibt kein Geschlechterverhältnis. Was Ökonomie im Ursprünglichen bedeutet hat, dass der Begriff Ökonomie aus dem Altgriechischen sich von Oikonomos, der Hausfrau, ableitet, steht meines Wissens in keinem einzigen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbuch der Welt. Und dort würde aber die Ökonomie beginnen, finde ich ein würdiges Thema für das Einführungskapitel. Und dann die Klärung, was denn menschliche Grundbedürfnisse sind. Also wenn man der Ansicht zuneigt, dass die Wirtschaft dazu da ist,
menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen, ohne dabei unsere Mitwelt zu zerstören, dann wäre es interessant, darüber zu reflektieren, was denn menschliche Grundbedürfnisse sind. Das vermisse ich. Weitere Grundsatzfragen, nämlich, ist das ein gleichwertiges Dreieck? Oder gibt es hier eine Mittelzweckrelation? Wir haben lange nachgedacht. Aus unserer Perspektive ist die Wirtschaft nicht gleichwertig. Sie ist kein Selbstzweck, sie ist ein Mittel. Der Mensch und menschliche Gesellschaften ist ein Selbstzweck und der Erhalt der Umwelt ist auch ein Selbstzweck. Das sind natürlich ethische Entscheidungen, das sind natürlich normative Überlegungen, aber die Wirtschaftswissenschaft ist eine normative Wissenschaft. Das ist jetzt auch frech, weil die Wirtschaftswissenschaft heute im Mainstream versucht, sich als wertfreie Wissenschaft darzustellen. Manche erzählen nicht einmal, dass die Wirtschaftswissenschaft eine Sozialwissenschaft ist, sondern sie ordnen sie eher der Naturwissenschaft zu. Und zum Beispiel der Autor des meistgelesenen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbuchs der ganzen Welt, Gregory Mankiw, steht in dem Einführungskapitel, die Wirtschaftswissenschaft ist wie eine Naturwissenschaft. Es steht kein einziges Mal der Begriff Sozialwissenschaft. Und dann kommen Begründungen, warum die Wirtschaftswissenschaft wie die Biologie und die Physik ist. Und alle Beispiele, die er bringt, kommen aus der Naturwissenschaft und kein einziges aus der Sozialwissenschaft. Da drohe ich jetzt da leidenschaftlich zu werden, weil mein aktuelles Buch davon handelt. Das versuche ich nicht, sondern ich möchte eigentlich nur gerade sagen, dass Oikosnomos im Begriff trägt, dass die Wirtschaftswissenschaft eine normative Sozialwissenschaft ist. Wie meine ich das? Oikos ist das Haus, das wissen wir. Aber Nomos, was heißt Nomos genau? Nomos sind die Regeln, die Hausregeln der Hausordnung, wenn Sie so wollen. Und wenn man die jetzt da als Naturgesetze versteht, so wie aus dem Begriff Marktgesetze der Anschein erweckt wird, assoziiert irgendjemand von Ihnen mit dem Begriff Marktgesetze, dass das demokratisch entschiedene Spielregeln für die Wirtschaft sind? Ich kenne niemanden. Alle glauben, das klingt doch wie Naturgesetze. So funktionieren Märkte. Nämlich überall gleich, vorhersagbar und berechenbar, wie in der Naturwissenschaft. Ja. Aber wenn das tatsächlich Naturgesetze wären, dann wäre Nomos der falsche Begriff. Dann wäre der richtige Begriff Logos. Und diese Wissenschaft gibt es. Oikos Logos, das ist die Ökologie, das ist eine Naturwissenschaft, die versucht, Naturgesetze herauszufinden und die versucht zu verstehen, wie die Natur funktioniert. Hier passt alles zusammen. Im Unterschied zu Logos bedeutet Nomos menschengemachte Gesetze. Menschengemachte Gesetze sind aber immer zwingend normativ. Und das ist genau die Kernbotschaft der Gemeinwohlökonomie. Die Gemeinwohlökonomie ist natürlich eine normative Vorstellung, wie Wirtschaften sein soll. Aber das Problem an unserer Botschaft ist, dass die herrschende Wirtschaftswissenschaft genau gleich normativ ist, nur gibt sie es nicht zu. Und was ist denn das Ziel dieser ganzen Normativität? Das Ziel der Normativität in der Ökonomie ist das Wohl aller Haushaltsmitglieder. Ist bei Aristoteles sehr schön nachzulesen, auch bei Ludwig Erhard. Aber es ist ein schönes Beispiel. Ludwig Erhard hat das Wohl aller nicht erfunden. Der hat nur einen Wert aufgegriffen, der immer schon existiert hat, zumindest über die Jahrtausende. Und geprägt hat, haben es andere vor ihm. Aber wichtig ist, die Wirtschaftswissenschaft hat das Ziel, menschliche Gesellschaften zum Blühen zu bringen und dabei unsere natürliche Mitwelt nicht zu schädigen. Und dieses Ziel, das übergeordnete Ziel des Gemeinwohls, das steht im Widerspruch zu einem anderen Wirtschaftsverständnis, nämlich, dass es primär um Gelderwerb oder Kapitalmehrung gehe. Das gibt es nämlich auch. Ich möchte das jetzt niemandem zuweisen, aber ich möchte allein um der Vielfalt willen daran erinnern, dass Aristoteles diese beiden Möglichkeiten schon begrifflich unterschieden hat. Er hat die Ökonomie genauso definiert, wie ich es jetzt gerade getan habe. Und dann noch ein ganz wichtiges Charakteristikum war, dass das Geld oder das Kapital in einer echten Ökonomie immer nur das Mittel ist, aber eben nicht der Zweck. Und wenn wir das verkehren würden, wenn wir das pervertieren würden, das heißt auf den Kopf stellen würden, dann wäre das gar keine Ökonomie mehr, sagt er, sondern dann wäre das ihr Gegenteil, das wäre Klimatistike. Im Altgriechischen die Kunst des Gelderwerbens und sich Bereicherns, materiell, finanziell Bereicherns. Heute verwenden wir den Begriff Kapitalismus. Falls Sie mit dem Begriff Kapitalismus bestimmte
Schwierigkeiten haben oder gar nicht für sich persönlich definiert haben, was er bedeutet. Eine kleine Hilfestellung. Hüten Sie sich vor jedem Ismus. Also eine Empfehlung, besser gesagt. Weil das, was vor einem Ismus steht, wird üblicherweise übertrieben, überhöht und ist jedenfalls schon rein definitorisch der höchste Wert in dieser Ordnung. Im Kapitalismus ist das Kapital der höchste Wert. Und jetzt wird es differenziert, das heißt nicht, dass die Menschenwürde kein Wert wäre im Kapitalismus oder der Klimaschutz oder der soziale Zusammenhalt, heißt aber sehr wohl, dass das untergeordnete, nachgereihte Werte sind. CETA ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Wenn wir fragen oder wenn wir nachlesen auf den 1600 Seiten zwingendem und einklagbaren Völkerrecht, das CETA darstellt, also das Handelsabkommen zwischen Kanada und der EU, und fragen, kann man nach CETA die Menschenrechte einklagen, wenn sie zum Beispiel von den Wirtschaftsakteuren Kanadas oder der Europäischen Union verletzt werden? Das geht nicht. Auch die Arbeitsrechte kann man nicht einklagen. Den Schutz des Klimas oder der Biodiversität? Nein, ist nicht einklagbar. Der soziale Zusammenhalt, die gerechte Verteilung, Gleichheit zwischen den Geschlechtern, alles nicht einklagbar. Ja, was ist denn dann einklagbar? Der Schutz des Kapitals. Der ist einklagbar. Ja. Welchen Kapitals? Der Schutz des Kapitals von juristischen Personen. Es geht ja nicht um Menschen- und Grundrechte, es geht um den Schutz des Kapitals von juristischen Personen. Und jetzt ist nochmal ganz interessant, nicht nur gegen Enteignung, sondern insbesondere gegen indirekte Enteignung. Was ist denn das? Wer weiß, was indirekte Enteignung ist? Zum Beispiel, wenn Vattenfall dagegen klagt, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt. Hier gibt es ein schönes Beispiel für ausnahmsweise funktionierende souveräne Demokratie in Österreich, wenn auch durch einen Betriebsunfall der Demokratie in Österreich. 1978 wurden wir gefragt, wir sind der demokratische Souverän in Österreich, ob wir das bereits fertiggestellte Atomkraftwerk in Betrieb nehmen wollen oder nicht. Und die Wissenschaft tendierte sehr eindeutig zur Ansicht, selbstverständlich. Die Atomkraft ist bedenkenfrei und die Bedenkenträger sind keine Wissenschaftler, die kennen sich nicht aus. Und die Abstimmung fand nur deshalb statt, weil der damalige Regierungschef in Österreich sich ganz sicher war, dass die Menschen der Wissenschaft vertrauen würden und er recht, also ihm Recht geben würden. Und dann haben die Menschen aber anders entschieden, 1978. Deshalb haben wir in Österreich seit 1978 nur importierten Atomstrom, aber keinen selbst erzeugten Atomstrom. Und in Deutschland war das Meinungsklima identisch. Seit 25 Jahren sind 70% der CDU-Wählenden und der SPD-Wählenden und auch der CSU-Wählenden gegen Atomkraft prinzipiell. Aber der Bundestag und die Bundesregierung waren immer dafür. Und darum musstet ihr bis Fukushima warten, bis ihr endlich auch zu eurem Recht kamt. Ja. Damit will ich jetzt nur kurz anhand von zwei weiteren Beispielen sagen, was will ich eigentlich damit sagen? Ich will zu viel auf einmal sagen. Ich glaube, ich muss weniger Botschaften in die Zeit hineinpacken. Dagegen hat Vattenfall geklagt, nämlich gegen eine demokratisch super saubere, legitimierte Entscheidung und klagt 6 Milliarden Euro Schadenersatz. Und warum kann Vattenfall das klagen? Weil der Schutz von Kapital von juristischen Personen im Völkerrecht strenger ist als der Schutz des Weltklimas oder der Menschenrechte. Und das ist eine Definition von Kapitalismus. Das wollte ich sagen. Tut mir leid, dass ich jetzt kurz zu meiner Quintessenz mich handeln musste. Aber wenn der Schutz des Kapitals völkerrechtlich strenger ist als der Schutz des Weltklimas und der Menschenrechte, dann ist das die Definition von Kapitalismus. Und davor hat uns Aristoteles gewarnt und hat gesagt, bitte lasst uns das umgekehrt halten. Lasst uns die Menschenrechte und die Beziehungen und den sozialen Zusammenhalt und die ökologischen, die Lebensgrundlagen strenger schützen als die wirtschaftlichen Mittel, wie zum Beispiel das Kapital oder den Handel. Ja. Und schon wieder zurück in der Gegenwart. Diese Entscheidung, die wurde dann tatsächlich getroffen von, jetzt kommen wieder gute Nachrichten, von unseren Vertretungen, die da in unserem Sinne entschieden haben
und zum Teil aber auch von uns selbst. Bayern ist ein schönes Beispiel. Da wurde die Verfassung zuerst von den Vertreterinnen des Souveräns ausgearbeitet, goldrichtig, und dann vom Souverän bestätigt 1946 in einer Volksabstimmung. Das war eine Sternstunde der Demokratie, weil es einen Zusammenklang von Vertretung und Souverän gab. Und das Ergebnis, glaube ich, kann sich sehen lassen. Aber die Aussage von dem Ergebnis ist, dass bei der Entscheidung, wollen wir eine kapitalistische Ordnung oder eine ökonomische Ordnung, es eine ganz klare Entscheidung gegen den Kapitalismus und für die Ökonomie gab. Das muss ich jetzt noch einmal wiederholen. Die Botschaft von Aristoteles ist, dass Kapitalismus und Ökonomie Gegenteile sind und dass wir uns hier entscheiden können. Und es haben sich nicht nur die Bayern und Bayerinnen entschieden, sondern alle anderen demokratischen Gemeinwesen, die in ihren Verfassungen etwas über das übergeordnete Ziel des Wirtschaftens aussagen, sagen einhellig und ohne eine einzige Ausnahme aus, dass das übergeordnete Ziel das Gemeinwohl sein soll. Hätten sie sich für eine kapitalistische Ordnung entschieden, dann würde zum Beispiel in der Bayerischen Verfassung stehen, dass die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit der Kapitalmehrung dient. Das steht da aber nicht drinnen. Und im Grundgesetz würde stehen, Eigentum verpflichtet nicht, weil der Schutz und die Mehrung des Eigentums ist der höchste Wert und alles andere ist nebenrangig. Und deshalb gibt es da keinerlei Verantwortung. Es steht aber umgekehrt, es steht, dass Eigentum zwar zugelassen ist, aber verpflichtet zum Wohle aller, wie Aristoteles, wie Ludwig Erhard. Ja, und wenn dann noch etwas über die Rolle des Kapitals drinnen steht, auch dieses mögliche Missverständnis möchte ich vermeiden. Die Tatsache, dass Kapital nicht der Zweck, sondern nur das Mittel ist, heißt überhaupt nicht, dass Kapital etwas Schlechtes sei, sondern es heißt eben nur, dass es das Mittel ist, aber nicht der Zweck. Und falls Sie denken, das ist jetzt Haarspalterei oder das ist jetzt da sophisticated, dann zeige ich Ihnen nochmal, was der Unterschied ist. Das wäre eine Ordnung, in der das Kapital, oder Sie können auch meine Schuhe hernehmen, eine Ordnung, in der die Schuhe der Zweck und der Sinn des Lebens sind. Würde jemand eine solche Ordnung begrüßen und befürworten? Möglich ist es, ja, genau. Sie funktioniert. Vielleicht nicht für alle Menschen und vielleicht nicht besonders lange, aber sie funktioniert. Kapitalistische Ordnung. Und die andere Möglichkeit ist diese. Auch hier gibt es Schuhe. Ich habe überhaupt nichts gegen Schuhe. Ich habe sogar Schuhe an. Nur sie sind Mittel und sie sind nicht Zweck meiner Existenz. Das ist der Unterschied. Und wenn Sie dem folgen, dass das Kapital nur das Mittel ist, aber nicht der Zweck, dann müssen wir noch eine letzte Hürde überwinden, eine Hürde überwinden, um festzustellen, ob Sie der Kernlogik der Gemeinwohlökonomie folgen oder nicht. Und diese letzte Hürde ist die Frage, wie wir Erfolg messen, korrekterweise, methodisch korrekterweise. Ob wir Erfolg methodisch korrekterweise an den Mitteln messen, an erster Stelle, ihrer Verfügbarkeit und vielleicht sogar ihrer Anhäufung und Maximierung, oder ob wir Erfolg korrekterweise primär an der Erreichung der Ziele, die wir uns mit einem Projekt, einer Unternehmung, der Stadt, einer kulturellen Unternehmung oder unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung gesetzt haben. Wie würden Sie Erfolg sinnvollerweise messen? Primär an den Mitteln oder primär an der Zielerreichung? Wir müssen es nicht abschließend beantworten heute Abend, aber falls Sie der an allen Business Schools der Erde gelehrten Präferenz zustimmen, dass man Erfolg primär an der Erreichung der Ziele misst, die man sich setzen muss mit einem Unternehmen, mit einem Projekt, mit einem Abenteuer, dann ist das, was wir in der Wirtschaft heute machen, ein Methodenfehler. Weil ich glaube, hier können Sie mir unschwer folgen, das, was hier gemessen wird, ist die Verfügbarkeit oder vielleicht sogar die Anhäufung und Maximierung der Mittel, aber nicht die Erreichung des Ziels. Aus unserer Sicht ist das ein Methodenfehler, den die Wirtschaftswissenschaft eigentlich hätte aufdecken müssen, über den sie uns aber leider nicht in ausreichendem Maße informiert hat. Das ist unser Beitrag. Darum werden wir von der Mainstream-Wirtschaftswissenschaft als unwissenschaftlich betrachtet. Aber das nur in einem Neben. Es gäbe jetzt noch einen Rettungsversuch, dass das hier korrekt ist. Das ist korrekt im Kapitalismus. Im Kapitalismus ist Geld und die Mehrung des Kapitals das oberste Ziel und von daher ist diese Erfolgsmessung die adäquate und methodisch korrekte Erfolgsmessung, aber eben nicht in der Ökonomie.
in der Ökonomie ist das oberste Ziel das Gemeinwohl. Und da müssten wir Erfolg so messen. Das ist unser wesentlicher innovativer Beitrag. Jetzt könnte man noch einen Einwand bemühen, nämlich die Menschen denken heute doch ganz anders als die alten Griechen. Und sexistischer Sklavenhalter könnte man jetzt problematisieren. Nein, wir sind ganz entspannt, wir sind nicht dogmatisch. Wir sagen, wenn Sie Zweifel darüber haben, wie sich die Menschen heute entscheiden würden, dann bitte lasst Sie uns befragen. Wir sind Demokratinnen und nicht Dogmatikerinnen. Und uns ist der Bundestag entgegengekommen, pardon, die Bundesregierung ist uns entgegengekommen. Die hat so eine Abfrage gemacht, 2014, und repräsentativ in Deutschland. Und hat gefragt, wollt ihr weiterhin mit dem Bruttoinlandsprodukt den Erfolg der Volkswirtschaft Deutschland messen? Das oberste Ziel der Wirtschaftspolitik mit dem Bruttoinlandsprodukt messen. Oder wollt ihr es ablösen durch so etwas wie ein Gemeinwohlprodukt? Dann haben sich 18% der Landsfrauen und Landsmänner für die Beibehaltung des BIPs entschieden. 18%. Und 67% für seine Ablöse durch eine Art Gemeinwohlprodukt, das alle Aspekte von Lebensqualität in den Blick nimmt und misst. Wie würde eine demokratische Regierung reagieren? Das ist jetzt mein nächstes Beispiel für die Postdemokratie. Genau, und sie würde alle Maßnahmen, Programme und Strategien, die auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ausgerichtet sind, umschreiben auf das Wachstum des Gemeinwohlprodukts. Klar, wenn der Souverän das so will, dann machen wir das. Wir sind ja nichts anderes als die Vertretung des Souveräns und dazu da, seinen Willen auszuführen. Und eine postdemokratische Regierung, wie würde die reagieren? Ups, schnell weg in die Schublade und nie mehr drüber sprechen. Ja. Gut, mittlerweile sprechen wir zum Glück immer öfter darüber. Wir haben die globalen Nachhaltigkeitsziele beschlossen. Es gibt den Better Life Index der OECD, den könnte man seit 2011 verwenden. Das macht niemand so richtig leidenschaftlich. Aktuell haben 3 Regierungen bekannt gegeben, vom Bruttoinlandsprodukt abzurücken. Das sind die Regierungen von Island, Schottland und Neuseeland, derzeit alle von Frauen geführt. Das ist sicher ein Zufall. Genau. Ja. Und wir finden das Gross National Happiness aus dem Bhutan deshalb am charmantesten aktuell, das Bruttonationalglück, weil da werden die Oikui gefragt. Ne? Also die Erhebungsmethode ist, die Menschen in den Haushalten in Bhutan zu befragen, wie geht's euch? Wie geht's euch wirklich? Schlaft ihr besser als vor 10 Jahren? wie geht's den Beziehungen? Wie geht's euch mit den Nachbarn und Nachbarinnen? Deutschland müsste man jeden zweiten Haushalt fragen, kennen Sie Ihre Nachbarinnen? Genau. Vertrauen Sie der ersten Person, der Sie auf der Straße begegnen? Das Vertrauen im öffentlichen Raum hat sich in Deutschland in den letzten 30 Jahren halbiert. Das ist der Preis für There is no such thing as society. Sie wissen, wer das gesagt hat. Das war auch Maggie Thatcher, die etwas zu eiserne Lady. Ja, und wenn sich das Vertrauen im öffentlichen Raum halbiert, dann ist die Lebensqualität aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, dramatisch gesunken. Falls Sie glauben, der effiziente Einsatz von Ressourcen ist wichtiger als das Vertrauen, dann machen Sie eine kleine Probe oder schlage ich eine kleine Probe vor, nämlich, dass Sie sich eine Gesellschaft vorstellen, in der Sie jedem Menschen blind vertrauen können. Wie hoch wäre die Lebensqualität in so einer Gesellschaft? Und zum Vergleich, eine Gesellschaft, in der Sie jedem Menschen misstrauen müssen. Was mir die Top-Manager, die aussteigen aus der elitären Wirtschaft und bei der Gemeinwohlökonomie beginnen, immer erzählen. Du hast keinem vertrauen können. Es war wie ein Haifischbecken. Das höre ich oft und oft. Und wir sind der Ansicht, dass das Vertrauen wichtiger ist als der maximal effiziente Einsatz von ökonomischen Ressourcen. Aber wir sind nicht dogmatisch, sondern unser Ansatz, das Gemeinwohlprodukt zu entwickeln, wäre, dass die Menschen in Buxtehude, in Hamburg, in Bremen, in Bremerhaven oder in Cuxhaven, dass die, wird das manchmal verwechselt? Nein, sorry, Fettnapf. Jetzt habe ich mich verraten. Aber Sie wissen eh, dass ich aus Österreich komme. Genau, also in jeder Kommune, in jeder Region sollen die Menschen selbst sagen, was sie unter Lebensqualität verstehen, was sie unter Gemeinwohl verstehen. Und dann kommen vielleicht 150 Vorschläge.
Und manche denken, um Himmels Willen, totale Verwirrung. Nein, es dürfen 150 Vorschläge kommen. Und wir sieben dann die 20, die die stärkste Unterstützung erfahren, die sieben wir aus. Und aus denen setzt sich dann der 20-facettige Gemeinwohldiamant zusammen. Oder eben etwas statistischer gesprochen, das Gemeinwohlprodukt. Und wenn das steigt, dann haben Sie 100% Garantie, dass Sie entweder besser schlafen als letztes Jahr oder gesünder sind oder tiefenentspannter oder das Klima sich stabilisiert oder die Beschäftigung zugenommen hat oder der Sinn in der Arbeit sich erhöht hat oder dass wir weniger Kriege führen, nur ein paar Beispiele zu nennen. Wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, haben wir dann Garantie, dass sich jetzt nur eine der exemplarisch aufgezählten Qualitäten verlässlich verbessert hat. Gibt es diese Garantie? Gibt es die Verlässlichkeit dieses Zusammenhangs? Nee, die gibt es nicht. Es kann sein, dass das Bruttoinlandsprodukt wächst und sich alle Aspekte von Lebensqualität verschlechtern. Empfinden Sie das als eine effiziente Form der Erfolgsmessung der Volkswirtschaft? Wenn die Volkswirtschaft dazu da ist, unsere Lebensqualität zu verbessern. Und damit jetzt niemand einen Gesichtsverlust erleiden muss, das Bruttoinlandsprodukt ist nicht nur eine statistisch interessante Größe, die wir auch weiterhin verwenden wollen in der Gemeinwohlökonomie, sie ist auch ein adäquater Erfolgsmaßstab für kapitalistische Gesellschaften. Weil in kapitalistischen Gesellschaften glauben die leitenden Ökonomen, dass wenn aus Geld Bergen Geld Gebirge werden, sich alle anderen Probleme von selbst lösen. Das dürfen Sie glauben, aber Sie sollten uns erzählen, es gibt auch die Möglichkeit, das, was wir mit wachsenden Geldbergen verbinden, nämlich dass es uns gut geht, dass wir gesund sind, dass man das auch direkt messen kann. Das wäre sozusagen die Intelligenz des Gemeinwohlprodukts. Ja, und dann gibt es noch einen zweiten verlässlichen Zusammenhang, den wir mit Hilfe der kommunalen Wirtschaftsförderung herstellen wollen. Zusammenhang zwischen individuellem Erfolg und kollektivem Erfolg. Etwas genauer zwischen dem Erfolg eines Unternehmens und dem Erfolg der gesamten Gesellschaft. Hier stapfen wir auf den Spuren von Adam Smith. Adam Smith hatte einen Traum, nämlich, dass dieser Zusammenhang verlässlich sei. Dass Free Enterprise am Ende des Abends zum Wealth of the Nation führe. Automatisch? Fragezeichen. Ist das heute so? Macht ein erfolgreiches Unternehmen, das seinen Finanzgewinn gerade verdoppelt hat, die Gesellschaft automatisch und verlässlich reicher? Kann das auch so sein? Das ist ein großes Problem, weil wenn wir Fair Spiel im Sinne, ein erfolgreiches Unternehmen schafft Arbeitsplätze, schafft sinnvolle Arbeit, schützt die Umwelt, stärkt die Demokratie, achtet die Gleichheit der Geschlechter, gleichzeitig zulassen mit Unternehmen, die das nicht tun, und die das nicht tun, weil vielleicht sogar den noch höheren Finanzgewinnzuwachs haben, wer hat in einer Wirtschaftsordnung, die Fairplay und Foulplay zulässt, den strukturellen Wettbewerbsvorteil? Die Fairplayer, die können nur fair spielen. Aber die Foulplayer, die können sowohl fair als auch faul spielen. Und das ist aus unserer Sicht keine intelligente Wirtschaftsordnung. Das heißt, wir wollen, dass der Traum von Adam Smith endlich verwirklicht wird. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir seine unsichtbare Hand sichtbar machen wollen. Weil nur dann kann sie wirksam werden. Die ist nämlich eigentlich die Gemeinwohlbeauftragte von freien Märkten. Und sie sorgt für diesen Zusammenhang. In der Bedeutung, dass nur Unternehmen, die Gesellschaft reicher machen, also die zum Wealth of the Nation beitragen und nicht zur Poverty, dass nur die langfristig leben können. Würde ein Unternehmen die Gesellschaft ärmer machen, würde es in der Gemeinwohlökonomie in die Insolvenz gehen. Das ist der Unterschied. In der Gemeinwohlökonomie gibt es nur das oder das, aber das gibt es nicht mehr. Und dafür brauchen wir die Gemeinwohlbeauftragte in der Mitte, die Gemeinwohlbilanz, die von immerhin 600 Unternehmen, aber auch schon Kommunen und einzelnen Schulen und einzelnen Hochschulen schon erstellt wurde. Die Gemeinwohlbilanz bringt zunächst wieder mal nichts Neues, wenn Sie auf der grünen Achse die Zielwerte ablesen. Die Zielwerte haben wir wieder genauso wenig erfunden wie das Gemeinwohl. Wir haben sie abgeschrieben aus demokratischen Verfassungen. Das sind unsere häufigsten Verfassungswerte in Demokratien. Und wir versuchen zu bewerten, man kann es auch messen, bezeichnen, wie diese Werte von einem Unternehmen, einer Organisation gelebt werden gegenüber
allen Stakeholdern. Hier, glaube ich, muss ich nicht Stakeholder übersetzen mit Berührungsgruppen. Sie verstehen beides. Und in der Schnittfläche versuchen wir die relevantesten ethischen Fragestellungen in diese Organisationen hineinzugeben. Und die intelligenteste Zusammenfassung dieses sehr komplexen Vorganges, der nicht ganz unaufwendig ist, hat die 11-jährige Victoria aus Barcelona gemacht, 5 Jahre bevor Greta Thunberg die Weltbühne betreten hat. Und Victoria aus Barcelona hat gesagt: Christian, ich habe die Gemeinblüte gestern Abend im spanischen Fernsehen kennengelernt und das ist genau die Welt, die wir Kinder von heute uns für morgen wünschen. Ich würde gern mitmachen in meiner Grundschulklasse, ein Referat halten und nur um sicher zu gehen, ob ich dich richtig verstanden habe. Ich habe verstanden, dass die Gemeinblüte misst, ob das Produkt eines Unternehmens wirklich Sinn macht in der Bedeutung der Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse, Sinn und Zweck des Wirtschaftens, wie es sich auf die Umwelt und das Weltklima auswirkt, wie human und menschlich die Arbeitsbedingungen in diesem Unternehmen sind, wie Entscheidungen getroffen werden und wie verteilt wird. Habe ich dich da richtig verstanden? Ich habe gesagt, Victoria, wenn du erlaubst, verwende ich deine brillante Elevator-Pitch ab heute in meinen öffentlichen Vorträgen. Ja, da spare ich mir fast 10 Minuten damit. Genau. Also ich gehe jetzt nicht in die Tiefe, aber ich gehe darauf ein. Im Unterschied zu bisherigen Nachhaltigkeitsberichten, die es ja schon gibt, und manche davon mochten am Beginn noch in Richtung Greenwashing gewirkt haben, wollen wir eines Tages die Gleichstellung von Finanzbilanz und Gemeinwohlbilanz. In der Bedeutung, Finanzbilanz ist im Gesetz verankert, muss erstellt werden von allen größeren Unternehmen und es gibt einen einzigen gesetzlichen Standard und nicht 15 verschiedene. Und dann, wenn das Unternehmen die Bilanz erstellt hat, kommt der Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsprüferin und auditiert, überprüft extern den Bericht des Unternehmens. Genau gleich hier. Und dann haben wir, wenn wir ein vergleichbares Instrument suchen, haben wir ein Gemeinwohlbilanzergebnis. Wenn wir das nicht in Euro monetarisieren, aber immerhin, das ist der Kompromiss, in Punkten quantifizieren. Ob ein Unternehmen vollkommen intransparent und hierarchisch ist oder im Idealfall vollkommen transparent und demokratisch. Da gibt es eine Skala von nicht 100, sondern sogar 1000 Schritten dazwischen und jedes Unternehmen hat die Freiheit, sich auf dieser Skala zu bewegen und entwickeln. Über die Jahre oder vielleicht sogar über die Jahrzehnte. Und das Ergebnis wird zunächst, das ist ein Projekt, was in diesem Jahr fertig wird, auf allen Produkten sichtbar gemacht, im Schritt 1. Damit die Konsumierenden und die Investierenden, aber vielleicht auch die Wirtschaftsfördererinnen und die öffentlichen Einkäuferinnen die Information haben. Hier bin ich wieder ganz auf Kurs der klassischen Wirtschaftslehrbücher. Wir wollen vollständige und transparente Informationen, um einigermaßen rationale Entscheidungen auf den Treffen, auf den Märkten zu ermöglichen. Aber das größere Problem ist, wenn wir dann die Informationen transparent haben und jedes Produkt uns seine gesamte Geschichte erzählen muss, seine gesamte ethische Geschichte erzählen muss, dann haben wir das größere Problem noch nicht gelöst, nämlich dass wir dann zwar wissen, warum die ethischsten, klimafreundlichsten, nachhaltigsten und verantwortlichsten Produkte zwar teurer sind als die Dumpingprodukte dieser Erde, aber dann eben immer noch teurer sein werden. Und die kognitive Dissonanz, die führt uns dann dazu, dass nur maximal 10% von uns dann die teuren Produkte kaufen, obwohl sie für richtiger halten, und 90% die Dumpingprodukte. Und jetzt, hoffentlich verzeihen Sie mir jetzt, dass ich diesen kleinen Diskurs in die ökonomische Naturwissenschaft gemacht habe, weil wenn die Wirtschaftswissenschaft eine Naturwissenschaft wäre, die Märkte nur zu verstehen versucht, dann könnte sie nur erklären, warum das so ist, und aber wir könnten das nicht ändern. Und die einzige Freiheit, die uns bliebe, wäre, ja, ihr könnt ja eh die ethischen Produkte kaufen. Die kosten halt mehr und die Märkte würden uns halt dafür bestrafen. Wir wollen aber mehr Freiheit, wir wollen dieses Verhältnis korrigieren. Und das geht nur, wenn wir die Märkte als Ergebnis einer demokratischen Diskussion und Entscheidung verstehen und die Wirtschaftswissenschaft als Sozialwissenschaft verstehen. Dann können wir diese Entscheidung treffen. Weil wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass 90% der Menschen, wenn sie als Staatsbürgerin die Wahl hätten, so oder so, würden sie diese Wahl treffen. Und dann würden wir kognitive Dissonanz auflösen, weil wenn die ethischen Produkte preisgünstiger sind als die Dumpingprodukte, hätten ja wir genau die gleiche Freiheit, die Dumpingprodukte zu kaufen wie heute die ethischen Produkte. Nur glaube ich, wird dann das genau niemand mehr machen, vielleicht 0,0 periodisch 1% der Bevölkerung.
Ja, das ist der Vorschlag. Das ist aus unserer Sicht eine unethische Marktwirtschaft und das ist aus unserer Sicht eine vollethische Marktwirtschaft. Jetzt kommt der Übersetzungsmechanismus. Wie schaffen wir das? So. Und darum habe ich begonnen mit der Wirtschaftsförderung. Sie ist nicht der einzige Hebel, aber einer von, sagen wir, 10 Hebeln, die wir gemeinsam einsetzen können, um hier Schritt für Schritt die Wirkung der Märkte in Richtung unserer ethischen Grundwerte zu steuern. Über den öffentlichen Einkauf. In Deutschland sind es 15% der Wirtschaftsleistung, in den Niederlanden sogar über 20%. Das ist ein gewaltig mächtiger Hebel, wenn wir die öffentliche Beschaffung konsequent auf das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz oder wenigstens auf die demokratischen Grundwerte ausrichten. Wirtschaftsförderung einschließlich aller Teilinstrumente wie die Start-up-Förderung oder Inkubatoren. Flächenmanagement hat hier in der Stadt ein besonders hohes Augenmerk, habe ich gelesen. Oder die Ansiedlungspolitik. Die erste Gemeinwohlgemeinde in Bayern macht das bereits. Da stand eine Großansiedlungsentscheidung und sie haben gedacht, jetzt sind wir eine Gemeinwohlgemeinde und jetzt können wir uns eigentlich neu überlegen, ob wir nicht neue Kriterien anlegen wollen und schauen wollen, wer von diesen beiden Unternehmen das nachhaltigere Unternehmen ist. Ja, das geht dann eins nach dem anderen. Vielleicht ein schönes Beispiel, die Stadt Portland. Nur geringfügig größer als Buxtehude in Oregon, besteuert schon heute Unternehmen, in denen die Ungleichheit sehr hoch ist, mit plus 10% Gewinnsteuer. Und wenn die Ungleichheit maßlos und exzessiv wird, plus 25% Gewinnsteuer. Das ist ein schönes Beispiel für angewandte Gemeinwohlökonomie. Und wir gehen natürlich so weit, dass Freihandel, falls es jemals auf dieser Erde Freihandel geben sollte, dann nur für die nachhaltigsten, klimapositiven und verantwortlichsten Unternehmen in allen Ländern. Umgekehrt, je schlechter das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz, desto teurer der Marktzugang zum Weltmarkt, desto unfreier der Handel. Und die Banken, letztes Beispiel der Zukunft, weil wir sind in Österreich gerade dabei, die Gemeinwohlprüfung, die haben wir sogar schon entwickelt, die fragen nicht zuerst, rentiert sich das? Das fragen sie an zweiter Stelle, weil das sind ja nur die Mittel. Zuerst fragen sie nach den Werten. Wie wirkt sich diese Investition, die du finanzieren möchtest, egal ob mit Kredit oder mit Eigenkapital, über die Börse, über die Bank oder eine andere Kapitalmarktakteurin, wie wirkt sich diese Investition auf die Umwelt, auf die Artenvielfalt, auf die Bienen, auf das Weltklima, auf den sozialen Zusammenhalt, auf die Verteilung, auf die Demokratie und das Geschlechterverhältnis und die Menschenwürde aus? Und nur wenn da nichts kaputt gemacht wird, der schleswig-holsteinische Bürgermeister der Gemeinwohlgemeinde Klicksbühl hat gesagt, Gemeinwohlökonomie heißt für mich, wirtschaften ohne zu schädigen. Nur wenn nichts kaputt gemacht wird, dann wird die finanzielle Risikoprüfung an zweiter Stelle gemacht und wenn die auch bestanden wird, dann fließt das Finanzierungsgeld, nämlich dorthin, wohin es fließen soll, in eine vollständig nachhaltig ethische, in eine aus unserer Sicht wirklich ökonomische, aber eben nicht krematistische Entwicklung. Wir haben es geschafft, bei aller Leidenschaft. Die Systemspielregeln der Marktwirtschaft, die Gemeinwohlökonomie ist eine Alternative für die Marktwirtschaft. Wir würden von Gewinnstreben und Konkurrenz auf Gemeinwohlstreben und Kooperation umgeschrieben und der Effekt wäre, dass das Marktgeschehen, das Wirtschaftstreiben in eine andere ethische Richtung gesteuert würde, nämlich in Richtung der heute schon bestehenden Verfassungs- und Beziehungswerte. In der Bedeutung, je konsequenter Organisationen wie Unternehmen diese Beziehungs- und Verfassungswerte achten und leben, desto leichter leben sie. Niemand hat eine Überlebensgarantie. Es ist nach wie vor eine freie Marktwirtschaft mit Insolvenzmöglichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, ist höher, als wenn sie menschliche Schwächen leben, wie Gier, Geiz, Rücksichtslosigkeit, Verantwortungslosigkeit oder Maßlosigkeit. Das kann man auch in der Gemeinwohlökonomie machen, nur das würde dazu führen, dass das Insolvenzrisiko exponentiell ansteigt. Gut, vielleicht eine letzte Grafik noch in dieser Bedeutung. Ich habe heute vielleicht etwas zu viel über die Wirtschaftswissenschaft gesagt, über den Mainstream, nicht über die alternativen Strömungen, die zum Glück stark im Kommen sind. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es in der Wirtschaftswissenschaft prominente Stimmen gab, die uns gesagt haben, wenn du nicht für den Kapitalismus bist, und das wurde dann mit Ökonomie gleichgesetzt, anstatt es als das Gegenteil zu unterscheiden, dann bist du automatisch Sozialistin. Ja, und das ist aus unserer Sicht ist es die Abschaffung der Freiheit des Denkens zwischen diesen beiden Extremen.
obwohl es zwischen diesen beiden Extremen eine unendliche Zahl von Alternativen gibt. Und genau in der Mitte steht aus unserer Sicht die echte Ökonomie, die wir heute wieder umtaufen würden als Gemeinwohlökonomie. In ihren allerbesten Tagen war die soziale Marktwirtschaft ziemlich nahe an dieser Vision. Heute urteilen Sie selbst, wie schwer der Zeiger nach unten sackt. Jo, ich bin am Ende der Vorstellung der Gemeinwohlökonomie. Ich erwähne nur, dass wir insgesamt 20 Ideen haben, dass wir aber keine Partei sind. Wir sind eine überparteiliche Bewegung, die mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeitet. Und wir wollen Diskussionsanstöße leisten, um hier vielleicht auf neue Ideen zu kommen. Ich habe die Zeit, nicht die ökologischen Menschenrechte vorzustellen. Ich nehme auch keine Zeit, Kooperation, wie die konkret operationalisiert werden könnte. Wir haben sehr konkrete Ideen. Ich schließe mit ein paar Bildern, um Sie am Ende noch zu entspannen. Nämlich über jede Pflanze startet mit einem Keim. Mittlerweile sind wir annähernd schon ein Ökosystem. Wie gesagt, 600 haben eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Nicht alles private Unternehmen, aber weit überwiegend. Wir sind bereits bis in den Mittelstand vorgestoßen. Wir sind in Kontakt mit 5 DAX-Konzernen, von denen hat noch keiner den Mut gehabt, die Gemeinwohlbilanz tatsächlich zu erstellen. Wir waren auch gestern auf der Hauptversammlung von Siemens. Vielleicht ein Beispiel, das Wertschöpfungskettengesetz ist kurz vor der Verabschiedung oder ist schon in Deutschland. Die Wertschöpfungskette dieser Bäckerei aus Berlin wird als Wertschätzungskreis um den runden Tisch gebunden. Das heißt, die Getreidebäuerinnen, die das Getreide erzeugen, kommen, die Kundinnen der Bäckerei kommen, die Angestellten kommen, die Geldgeberinnen kommen und setzen sich um einen runden Tisch herum und dann fragen die Bäckersleute, die Getreidebäuerinnen, welchen Getreidepreis braucht ihr, um dieses Jahr gut leben zu können? Und dann sagen, völlig unabhängig vom Marktpreis, sagen die Getreidebäuerinnen, das bräuchten wir. Sie wissen, sie können da jetzt nicht, da schauen ihnen alle in die Augen, das ist ein Blick von Herzen. Und seit 20 Jahren wird der erstgenannte Preis ohne Verhandlung bezahlt. Es funktioniert. Ja, wir haben ein breites Spektrum von Landwirtschaftsbetrieben bis hin zu Banken. Und jetzt werden die Banken langsam mehr. Und vielleicht nur ein kleines Beispiel ist, es muss nicht immer eine vollkommene Transformation sein. Es kann einfach sein, dass das Bonussystem komplett gekippt wird, weil festgestellt wird, dass Bonusse dazu führen, dass Menschen Tätigkeiten nicht machen, weil sie für sinnvoll erachten, sondern weil sie einfach einer Geldsteigerung nachlaufen und dabei dann Gefahr laufen, Kunden und Kundinnen etwas aufs Auge zu drücken, was die überhaupt nicht brauchen. Ja, ich komme zum Schluss mit einem öffentlichen Unternehmen. Ich möchte auch die Hochschule ermutigen. Ist die Hochschule öffentlich oder ist sie privat? Ist privat, okay. Das hier ist eine öffentliche Krankenkasse, die erste, die Gemeinwohlbilanz erstellt hat. Und sie hat auf der Weltklimaschutzkonferenz Katowice, also der vorigen, den Global Climate Action Award erhalten dafür, dass sie die Versicherten ermutigt, immer weniger Fleisch zu konsumieren. Das ist gut für die Gesundheit der Versicherten, das ist gut für die Kostenstruktur der Versicherung. Also hier geht es dann auch der Ökonomie gut mit dieser Strategie und vor allem aber ist es gut fürs Weltklima. Ja, und Gemeinden kommen jetzt in immer größerer Zahl zu uns. Diesen Kollegen habe ich schon erwähnt. Der ist ganz begeistert von dem globalen Nachhaltigkeitsziel und sieht in der Gemeinwohlbilanz für Gemeinden das ideale Instrument, um diese umzusetzen. Gibt es auch ein Instrument, wie man das eine mit dem anderen verbinden kann. Und zum Glück, habe ich eh schon erwähnt, sind wir schon in 3 Landesregierungsprogrammen drinnen. Und es gibt eine wunderbare Rückendeckung von der Europäischen Union. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat in einer eigeninitiativen Stellungnahme auf 10 Seiten die Gemeinwohlökonomie willkommen geheißen. In der Abstimmung stimmten 86% der Mitglieder des EBSA für den Einbau der Gemeinwohlökonomie in das Recht der EU und ihrer Mitgliedstaaten. Und falls die Frau Bürgermeister sich mit der Vision wägen sollte, eine Gemeinwohlstadt zu werden, dann könnten da nur so, um die Fantasie anzuregen, erste Schritte in diese Richtung
entweder die Bilanzierung der Stadt, wie es schon andere gemacht haben, oder die Bilanzierung von städtischen Betrieben. Stuttgart hat 2 Betriebe bilanziert, Mannheim 4. Wie heißt, ja, jetzt fällt es mir gar nicht ein, die möchten mit 6, aber es soll ja kein Wettbewerb sein, man soll das ja von Herzen gerne machen. Und was toll ist an Stuttgart und an Barcelona, die fördern jetzt Privatbetriebe in sogenannten Kleingruppen und haben einfach ein Instrument der Wirtschaftsförderung dafür verwendet. Ja, und eines Tages kann man sich dann auch mit anderen Gemeinden zusammenschließen zu einer Gemeinwohlmodellregion. Und da braucht es natürlich gut strategische Überlegungen. Und ich glaube, das geht ohne die Hilfe der Hochschule geht das gar nicht. Und die Hochschule kann natürlich auch, wenn sie möchte, entweder mal in einer Lehrveranstaltung, das wäre sozusagen der Einstieg für die Hochschule, in einer Lehrveranstaltung, private Betriebe zur Bilanz begleiten. Dieses Modell hat die Fachhochschule, jetzt heißt sie nur noch Hochschule mehr in Deutschland, glaube ich, die Hochschule Münster erfunden. Die Universität Kassel hat es übernommen im sogenannten Service Learning und mittlerweile haben wir schon über 5 Hochschulen, die das machen. Das heißt, das wäre der Einstieg. Man kann auch einen Lehrstuhl einrichten, das hat die Universität Valencia gemacht. Also auch hier und zu unserem ersten Kongress, nämlich zum wissenschaftlichen Kongress der Gemeinwohlökonomie, kamen an die Hochschule Bremen 150 überwiegend Ökonomen und Ökonominnen. Daran sehen Sie, dass echte Ökonomen und Ökonominnen ein großes und starkes Interesse an der Gemeinwohlökonomie haben. Und ja, vielleicht gibt es ja auch Interesse, darüber bin ich jetzt sehr gern bereit, mit Ihnen zu diskutieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Zu stellen, wenn Sie denn an Herrn Felber Fragen haben, was Sie denn umgetrieben hat in dem Vortrag, vielleicht kamen da ein oder andere Impulse, wo Sie sich gedacht haben, oh, da möchte ich aber gerne nochmal nachhaken, die Möglichkeit würden wir Ihnen gerne bieten. Gibt es denn jemand, der sich traut? Gerne, wir sind gerne im offenen Raum, wie Sie möchten. Okay, sonst gerne noch sonst hätte ich einen. Ja, ich hätte eine Frage, Herr Felber. Ja. Bei der praktischen Umsetzung, nennen Sie beispielsweise die Vergabe von öffentlichen Aufträgen auch an Gemeinwohlbilanzen zu knüpfen oder das als Maßstab zu nehmen. Ja. Wenn ich da jetzt an Herrn Niefeld im Stadtbaurat anschaue und ich weiß, welche Probleme er mit dem europäischen Vergaberecht hat, ja, dann weiß ich, dass Ihr Vorschlag keine Chance hat, in irgendeiner Weise realisiert zu werden. Das ist ein bisschen zu pessimistisch. Also vor 3 Jahren hätte ich Ihnen uneingeschränkt Recht gegeben, weil bis vor 3 Jahren hat mit der europäischen Vergaberichtlinie, Sie können dann gleich ergänzen, das Billigstbieterprinzip vorgeschrieben. Das heißt, es war unmöglich, da etwas anderes als den niedrigsten Preis zu berücksichtigen. Aber sozusagen, wenn man die Produktpreise betrachtet, Sie wissen ja, dass aufgrund der fehlenden Kostenwahrheit ja die scheinbar günstigeren Produkte für die Gesellschaft viel teurer sind. Das, glaube ich, ist Allgemeinwissen, das habe ich auch versucht. Das heißt ja auch, die externalisieren Kosten nicht. Die sind ja nur deshalb günstiger, weil sie die Kosten externalisieren. Das ist ja nur scheinbar der niedrigere Preis, aber für die Gesellschaft. Und mit der Vergaberichtlinie 2017 kann man jetzt erstmal soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Man darf meines Wissens noch nicht sagen, die Unternehmen, die wir begünstigen, die müssen die Gemeinwohlbilanz erstellen. Das wäre erst möglich, wenn die Gemeinwohlbilanz Gesetz wäre, dann ging das. Das heißt, jetzt muss man es einfach noch ein bisschen allgemeiner formulieren und kann dann aber im konkreten Zuschlag sehr wohl Unternehmen mit Gemeinwohlbilanz bevorzugen. Ich glaube, Sie wollen es selbst formulieren. Ja, danke schön. Ja, zunächst mal, Herr Stefan hat natürlich recht, die Hürden sind enorm hoch, um solche Gedanken auch in öffentliche Vergaben mit einzufliegen.
Aber tatsächlich haben wir so ein ganz kleines Pflänzchen jetzt erstmal aufgetan, denn da ging es um die Frage, können wir Transportwege tatsächlich, also die Länge der Transportwege und die damit verbundenen Emissionen, können wir die in Vergaben mit einfliegen in ein Wertungssystem. Und das scheint, wir haben uns jetzt mal versucht, das schlau zu machen, das scheint tatsächlich möglich zu sein. Das muss man relativ komplex vorbereiten. Man muss es natürlich auch rechtssicher nachher auf den Weg bringen und auch durchhalten, möglicherweise im Rückverfahren. Aber diesen Weg gibt es und ich glaube, je mehr man darüber nachdenkt und sich damit beschäftigt, das versucht auch rechtlich abzusichern, können wir Wege finden, tatsächlich auch solche Ansätze in öffentliche Vergaben mit einzubauen. Aber das ist sicherlich eine riesen Herausforderung. So. Ich würde sagen, je mehr höher steigt die Chance, dass hier die politische Stimmung, dass man das Klima aktiv schützen darf, dass man die SDG auch mit der Vergabepolitik umsetzen darf oder solche. Es gibt ja immerhin jetzt schon die NFI-Richtlinie, das kommt dem Ganzen entgegen. Also ich habe es kurz erwähnt, die Finanzbilanz ist gesetzlich vorgeschrieben. Das ist keine freiwillige Entscheidung von Unternehmen, ob sie eine Finanzbilanz erstellen. Und sie dürfen sich den Standard nicht auswählen. Es gibt einen HGB-Standard. Und bei den nicht finanziellen Informationen, die Finanzbilanz ist eine Publizitätspflicht für finanzielle Informationen. Und worüber ich jetzt gesprochen habe, die Gemeinwohlbewertung, das ist in der technischen Fachsprache die Publizitätspflicht von nicht finanziellen Informationen. Da sieht man so durch diese Perversion, das Geld ist das Höchste und alles andere von der Menschenwürde bis zum Klimaschutz, das sind nicht finanzielle Informationen. Also diese Perversion hat sich schon bis in den Rechtstext eingeschrieben, aber immerhin, seit 2017 gibt es auch eine EU-Richtlinie, die größten Unternehmen, in Deutschland gibt es 300 betroffene Unternehmen, die müssen jetzt da schon mal berichten. Und Sie sagen, es ist ein Pflänzchen, das wachsen kann. Vielleicht bei der dritten Revision haben wir dann diese Gleichstellung. Ja, und dann haben Sie einfache Handhabe. Wir können dort gemeinsam uns hinentwickeln. Zwei ganz konkrete, praktische Beispiele noch aus zwei Städten. Eine Stadt in Marburg, ich möchte sie noch nicht öffentlich nennen, weil wir wollen sie dann als Überraschungskandidatin vorzeigen, wenn die Bilanz fertig ist, nämlich die Wirtschaftsförderungseinrichtung der Stadt macht selbst eine Gemeinwohlbilanz, um mal mit diesem Instrument und mit diesen Fragestellungen in tiefe Berührung zu kommen, um sich berühren zu lassen. Das ist ein Weg. Und der andere Weg ist die Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart. Die haben gesagt, wir fangen mal mit der Kommunikation an. Das hier ist eine Website der Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart. Wir beginnen einfach mal zu informieren. Da muss man nicht ausschließlich über die Gemeinwohlbilanz informieren, aber da kann man sozusagen über neue Werte in der Wirtschaft informieren. Und das sind zwei wahrscheinlich noch kleinere Schritte als Ihnen vorschweben, aber es sind dafür bereits schon vollzogene Schritte und machen vielleicht Appetit, dass man mit ganz kleinen, aber machbaren Schritten beginnt. Ja, das Thema Werte war ja auch nochmal bei Ihnen im Vortrag schön herauszuhören. Ja, wir brauchen ja vielleicht einfach eine neue Werte, ein neues Werteverständnis in der Wirtschaft. Und ich denke, mit dem Impuls heute haben wir ja schon mal einen kleinen Anfang gemacht, um dem Thema der Gemeinwohlökonomie auch mal ein bisschen, auch hier in unserer Region, ein bisschen in die Breite zu tragen. Und ich denke, es werden wahrscheinlich noch Fragen kommen im Laufe des Abends. Wir haben noch eine Frage. Gerne. Wenn ich denn da. Ja, natürlich. Mich würde dieser Transformationsprozess nochmal interessieren. Wenn wir jetzt in einer eher kapitalistisch geprägten Wirtschaftswelt auch als Gesellschaft leben und Gemeinwohlziele verfolgen wollen, dann klingt das für mich so, dass das im Moment eigentlich nur diejenigen machen, die das idealistisch sehen und das als die zukünftige Ökonomieform ansehen. Aber das eigentliche System hat sich noch nicht geändert. Ist das die Hoffnung, dass das immer mehr Idealisten werden, um dann das System zu ändern? Oder brauchen wir nicht sogar von dem Souverän irgendwie dann die Vorgabe, dass wir einfach dieses System umdefinieren? Überhaupt ein oder wie auch immer. Ja, natürlich. Also zunächst Idealistinnen sind wir alle. Wir haben vielleicht nicht immer die exakt identischen Ideale. Aber wie ich sozusagen mit einigen Umfragen andeuten wollte, ist, dass es für diese demokratischen Grundwerte breite Mehrheiten bei den Souveränen gibt und diese breiten Mehrheiten würden auch Reformschritte in der Wirtschaft, die Durchsetzung dieser Werte oder zumindest die Bevorrangung dieser Werte, würden sie unterstützen. Es passiert, ja, dann muss ich vielleicht doch noch kurz die Demokratiefrage anreißen. Wir wollen natürlich, zuerst muss immer ein freiwilliger Pionierprozess starten, damit
damit nicht nur eine inhaltliche Alternative sichtbar wird, sondern damit auch die praktische Umsetzbarkeit dessen möglich wird. Und wir haben, wie gesagt, jetzt 600 Unternehmen, die beginnen, ihre Zulieferbetriebe danach auszuwählen, ob die auch eine Gemeinbilanz haben. Die beginnen, ihre Kunden und Kundinnen zu differenzieren. Wenn die auch eine Gemeinbilanz haben, kriegen sie günstigere Konditionen. Die ersten Banken stellen Gemeinwohlkredite bereit für Unternehmen mit Gemeinwohlbilanz. Sie gewähren ihnen einen Förderzins. Die ersten Kommunen beginnen mit der öffentlichen Beschaffung und der Wirtschaftsförderung. Und das heißt, da beginnt eine systemische Wirkung, die ausreichend ist. Vielleicht muss sie noch einige Jahre laufen, bis dann auch die ersten Gesetze kommen. Und das Problem ist ja nicht einzelne Gesetze, es werden viele Gesetze in Richtung Gemeinwohlökonomie gemacht werden. Es wurden auch schon Gesetze unter dem Titel Nachhaltigkeit oder Klimaschutz gemacht. Das Problem sind dann die wirklichen Knackpunkte. Und jetzt muss ich fragen, ob ich diesen Knackpunkt einfach vorstelle und erzähle, das dauert eine Minute, oder ob ich diesen Knackpunkt spielen soll mit 10 Freiwilligen, das dauert 5 Minuten. Ich würde sagen, wir entscheiden lassen. Ja, bitte. Ja, spielen 5 Minuten. Okay. Ja, ich schätze so 20 bis 30 Hände sind oben. Und wer ist für nur kurz in einer Minute erzählen, damit wir schneller weiterkommen mit dem Programm? Okay, das ist ziemlich ex aequo. Da müsst jetzt ihr entscheiden, die Moderatorinnen. Oder wir zählen die Hände, das ist auch möglich. Ja, wir machen das einfach, machen wir die eine Minute und wir machen wir einfach nochmal einen anderen, gut. Dass sie vielleicht nochmal kommen. Gut, sehr gerne. Genau. Oder die, genau, das empfehle ich sehr gleichermaßen für die Hochschule wie für die Gemeinde. Die Idee ist, dass Grundsatzentscheidungen der Wirtschaftspolitik vom gesamten Souverän getroffen werden können. Allerdings nach einem neuartigen, innovativen Verfahren, das zwei Mathematiker, hier bin ich wiederum sehr für die Mathematik, wenn sie uns hilft, entwickelt worden ist, nämlich es gibt die Möglichkeit, mehrere Vorschläge abzustimmen und nicht nur einen. Das ist die erste Innovation. Das heißt, nicht eine Interessensgruppe der Gesellschaft bringt ihr Anliegen in die Mitte, sondern alle Interessen, also alle glauben, dass sie einen relevanten, signifikanten Teil der Bevölkerung vertreten, können einen Vorschlag in die Mitte legen, aber der muss dann ohnehin alle in den Blick nehmen, sonst hat er überhaupt keine Chance. Also nur solche Vorschläge, die nicht nur die eigene Interessensgruppe, sondern möglichst die umsichtigsten und empathischsten Vorschläge, die haben eine Chance, dass sie gewinnen, weil gemessen wird nicht die Zustimmung, das ist die zweite Innovation, dann könnten nämlich die neureichen Milliardäre, könnten dann so eine kleine Kampagne starten und dann könnte es passieren, dass ihre Favoriten gewinnen. Nicht funktionieren tut das, wenn wir statt der Zustimmung den Widerstand messen. Weil dann ruft allein die Tatsache einer Kampagne einen so großen Widerstand hervor, dass die überhaupt keine Chance haben. Und wenn wir den Widerstand messen, das ist rechtsphilosophisch hochintelligent, jedes Gesetz, jede Regel schränkt zunächst einmal unsere Freiheit ein. Das ist die Natur eines Gesetzes, das ist der Sinn und Zweck eines Gesetzes. Wir machen aber trotzdem diese freiwilligen kollektiven Freiheitsbeschränkungen, weil wir uns erhoffen, dass der auf der anderen Bilanzseite resultierende Freiheitsgewinn ein größerer ist als der Freiheitsverlust durch das Gesetz. Das heißt, das Gesetz ist das intelligenteste Gesetz für ein Problem, ist das Gesetz, das die Freiheit von uns allen zusammen betrachtet, so gering wie möglich einschränkt. Das heißt, dass bei der Widerstandsmessung im Abstimmen souverän den geringsten Widerstand hervorruft, weil es den geringsten Schmerz auslöst. Und wenn wir da zum Beispiel bei der Begrenzung der Einkommen verschiedene Vorschläge machen, es gibt immer sehr laute Stimmen, die sagen, die Ungleichheit, die darf nicht begrenzt sein. Es darf vielleicht Mindesteinkommen geben, aber es darf auf gar keinen Fall eine Obergrenze für Einkommen geben. Dann gibt es auch fast gleich laute Stimmen, die sagen, es sollte eigentlich überhaupt keine Ungleichheit geben, weil Menschen sind gleich wertvoll und deshalb sollen alle Menschen gleich viel verdienen. Und das sind wiederum die beiden Extreme, ne? Das kapitalistische und das sozialistische Extrem. In der Mitte gibt es zwar Ungleichheit, das sehen Sie auf den linken Achsen, das sind Maximalvorstellungen, dass maximal wie vielfache die Höchsteinkommen in Relation zu den Mindesteinkommen betragen dürfen sollen, sind alternative Vorstellungen, aber die sind eben begrenzt. Also es darf Ungleichheit geben, aber nur das Vierfache oder das Siebenfache, und in diesen beiden Beispielen repräsentativ für 25 Staaten, wo ich das 500 Mal gemacht habe, gewinnt in 9 von 10 Fällen gewinnt der Faktor 10. Bedeutet, dass die Menschen sind für Ungleichheit, aber die Höchsteinkommen sollen nicht in der gleichen Arbeitszeit nicht mehr als das Zehnfache des gesetzlichen Mindesteinkommens betragen dürfen. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit der
gesetzlichen Realität in ausgewählten Ländern, dann ist das das Abstimmungsergebnis der Souveräne in 25 Staaten und hier ein paar Länder der Status quo. Das ist noch mein letztes Beispiel für Postdemokratie, also wie unsere Vertretung Themen, die uns am Herzen brennen, überhaupt nicht behandelt und gleichzeitig aber als Lösung dafür souveräne Demokratie. Der Begriff ist vielleicht noch nicht bekannt, aber wahrscheinlich ist bei Ihnen der Begriff Bürgerrat oder Bürgerinnenrat, der wird langsam bekannt. Also das könnte Gegenstand eines Bürgerinnenrates werden. Der Bürgerinnenrat sollte aus unserer Sicht aber nicht entscheiden, sondern die Funktion des Bürgerinnenrates, so wie wir uns das ausgedacht haben, wäre die Aufbereitung der Abstimmungsalternativen. Weil dann wird die FDP gehört, dann wird die Großindustrie gehört, es wird der Mittelstand gehört, es werden die Arbeitslosen gehört, es werden die Frauenbewegungen und die Landarbeiterinnen, die werden gehört. Und alle dürfen einen Vorschlag machen und alle müssen sich aber bemühen, dass sie ihren Vorschlag so gut begründen, dass er dann den geringsten Widerstand hervorruft. Und ich bin nicht 1000% sicher, dass der Faktor 10 gewinnen würde, aber ich bin 10.000% sicher, dass ein Faktor rund um den Faktor 10 gewinnen würde und nicht das, was derzeit unsere geschätzten Parlamente verantworten. Das ist eine gute Überleitung tatsächlich auch, weil wir haben einen Unternehmer auch hier, der tatsächlich auch bei dem Einkommen auch nochmal eine ganz andere Art des Wirtschaftens zeigt. Er zeigt ganz praktisch, was es bedeutet, alternativ zu wirtschaften. Und Karina Witten wird das nochmal einführen und gebe gleich ab. Vielen Dank, Herr Ferro, nochmal. Sehr gerne.